Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, heute geht es mal wieder nach Mexiko. Viva la Mexiko! Jetzt mal bitte unten in die Kommentare rein, ja? Wir machen heute was richtig, richtig Leckeres. Und zwar machen wir mexikanische Birria. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist quasi das Pulled Beef der Mexikaner. Braucht ein paar Zutaten, dauert ein bisschen, aber wird richtig, richtig lecker. Birria heißt übrigens Entschuldigung. Ich weiß nicht, wofür sie sich entschuldigen müssen, weil das ist wirklich, wirklich extrem lecker. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Was ihr für dieses mexikanische Gericht der Superlative braucht und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Was brauchen wir für unser mexikanisches Topfgericht der Superlative? Aus dem wir nachher übrigens Tacos machen werden. Denn diese speziellen Birra-Tacos sind auch ein Streetfood-Highlight tatsächlich. Ihr könnt das aber auch so als gepulltes Beef aus der Schüssel essen wie ein Eintopf. Habe ich auch alles schon gesehen. Zutaten. Wir sind heute mal wieder nicht ganz authentisch mexikanisch, aber schon sehr, sehr nah dran. Ist halt wieder ein bisschen Bobby-Style dabei, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich habe gesagt Pulled Beef, also brauchen wir Beef. Ich habe hier ein wunderschönes Roast Beef, 1,6 Kilo Fleischer und der Koch. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Das wird im Topf ein bisschen weniger, denn wir werden uns trennen von etwas von dem Fett oben. Das brauchen wir nicht. Ihr könnt da an Rindfleisch nehmen, was ihr wollt. Ein Gulasch würde zur Not auch gehen, aber ich stehe darauf, dass man aus ordentlichen Fleischstücken arbeitet dann am Ende auch. Ne? So, wir brauchen hier ordentlich Zwiebeln. Wir brauchen richtig viel Knoblauch. Wir brauchen ein paar getrocknete Tomaten. Dann brauchen wir hier so 3 bis 4 kleine normale Tomaten. Dann brauchen wir wieder unsere mexikanischen Chilis. Habe ich euch schon mal gesagt. Wir brauchen hier die, ich kann es wieder nicht aussprechen, Guajillo, also die rote. Davon brauchen wir auf jeden Fall so 4 Stück und 3 Stück von den Pastilla. Also die schwarzen, ne? Die habe ich jetzt schon mal ein bisschen aufgemacht, ein bisschen kleiner und habe die ganzen Kerne hier rausgeholt. Die, Freunde, brauchen wir heute nicht. Die habe ich beim letzten Mal schon erzählt beim mexikanischen Essen. An dieser Stelle bitte mal auschecken. Oben Tacos al Pastor. Super, super lecker. Ähnliche Rezeptur, aber doch komplett anders. Also die brauchen wir nicht. Die kommen zu unserer Samenbank quasi und werden dann im nächsten Jahr eingepflanzt. An dieser Stelle geht es noch mal ein bisschen weiter mit etwas Käse. Dann haben wir hier Mais-Tortillas. Die habe ich diesmal auch nicht selber gemacht. Ich arbeite immer noch am Rezept. Schuldig euch noch, ne? Ein bisschen neutrales Öl brauchen wir, ein bisschen Apfelessig und wir brauchen hier ein wenig Rinderfond. Der ist jetzt schon mal heiß. Da werden wir gleich unsere Chilis und unsere getrockneten Tomaten mal wieder ein bisschen zum Leben erwecken. Das haben wir. Und an Gewürzen von der Spicebar. Da nehme ich heute Kokosblütenzucker, Oregano, Hello Mexico. Wie gesagt, da ist schon alles drin, was wir brauchen. Scharfe Keule, Atze und Icke. Was am authentischen Essen heute tatsächlich fehlt, ist Koriander. Freunde, Koriander habe ich leider nicht bekommen. Wir werden das heute ohne Koriander machen und gucken, ob es genauso geil wird. Aber ich gehe eigentlich schwer davon aus, weil für mich ist Koriander so ein bisschen Deko eigentlich immer. Hat natürlich Geschmack, aber er ist nicht da. Manchmal läuft nicht alles so, wie man es möchte. Ne? Das haben wir. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, weil es eine ganze Menge ist. Bierchen. Okay, mal. Wir starten heute auch nur mit einem halben. Ne? Freunde, das genaue Rezept von der ganzen Geschichte hier wie immer unten in der Infobox, genauso wie unsere ganzen Gutscheincodes. Also gerne mal die Infobox auschecken, ne? Müsst ihr nicht mitschreiben. Also, Prost auf euch. Viva la Mexiko! Denn auch zu Birria. Mexikanischer Birria. Ich kann's immer noch nicht, ne? Schmeckt jedes Mal besser aus nur deinem Barbecue-Glas. Werbung Ende. Los geht's. Durchstarten, Freunde. Ganz am Anfang kümmern wir uns um unsere Chilis, also die mexikanischen getrockneten. Habe ich euch beim letzten Mal schon gesagt, die sind gar nicht scharf. Die sind eher so würzig, super lecker, aromatisch. Die habe ich jetzt schon von den Kernen befreit. Die müssen wir noch ein bisschen kleiner schneiden hier, damit die hier auch schön aufweichen können. Also schneidet euch einfach mal ordentliche Chunks hier runter. Die dunklen auch dazu. Damit machen wir das Gleiche. Oh, schön. Zack, wundervoll aromatisch. Und die kommen jetzt in unsere Rinderbrühe. Huch, jetzt haben wir eine verloren. In unsere Rinderbrühe rein. Und dürfen da drin jetzt schon mal, naja, mindestens so 10, 20 Minuten etwas aufweichen. Zack. Und wer fehlt noch bei den Chilis? Die Tomaten. Also auch hier unsere getrockneten Tomaten. Die sind optional. Ich finde die immer sehr geil. Die schneiden wir uns auch mal ein bisschen kleiner. So, und die kommen auch noch mit dazu. Zack, alles ein bisschen runterstopfen, dass das bedeckt ist. Und dann einfach Deckel rauf und stehen lassen. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Fleisch. Wie gesagt, ich habe hier 1,6 Kilo wunderschönes Roastbeef. Da schneiden wir uns jetzt richtig große Chunks draus aus der Geschichte, weil ich sage, das wird ein Pulled Beef und wir brauchen kleinere Portionen, die schön braun werden am Anfang und sich dann schön zerlegen. Also macht da hier, guck mal, einen richtig großen Würfel.
Warte mal durch hier. Guck mal, sowas hier in der Richtung. Und daraus macht er auch noch mal halbe. Oh, richtig schöne große Stückchen. Zack. Ja, also erstmal alles grob zerschneiden und dann habe ich mich von den Fettdeckeln schon mal getrennt. Das ist jetzt aber Glaubensfrage. Der eine lässt sie dran, ich mache sie lieber ab. Und jetzt habe ich gesehen, dass die hier sind auch noch ein bisschen zu groß, oder? Die können wir auch noch mal halbieren auf jeden Fall. Also sowas hier. Ja, und dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Schöne große Chunks. Wunderschöne kleine Lümmel hier. So, die gehen jetzt in die Schüssel, zack, und kriegen jetzt erstmal eine Grundwürze, Freunde. Und vorwürzen einfach nur mit Icke. Da geben wir jetzt überall mal ordentlich ein bisschen Salz ran. Das große Stück Fleisch quasi, da kann man auch nicht groß falsch machen dran. Ja, überall mal ein bisschen was ranbringen hier und kosten lassen. Und das Ganze jetzt nochmal mit dem Deckel rauf, kurz zur Seite. Und dann warten wir, bis der Dutch-Ofen heiß ist. Dutch-Ofen kriegt langsam Temperatur. Die Zeit nutzen wir noch, um den Rest vorzubereiten. Ich habe hier noch ein bisschen Zwiebelchen und Knoblauch. Also Knoblauch erstmal hier durch. Treppo bietet sich an, Freunde. Zack. Und Zwiebeln. Und davon nehmen wir jetzt, anderthalb große Zwiebeln. Und lassen uns noch, eine halbe übrig. Die ist dann nachher zum Bestreuen, also kleinschneiden. Ein herrliches Gerät, Freunde. Oh. Zwiebelliebe. Hashtag Zwiebelliebe unten in die Kommentare. Ne? So, jetzt ran an Dutch. Ah, okay, der Dutch-Ofen hat Temperatur. Wir brauchen auch volle Hitze, denn wir wollen hier ordentlich Röstaromen erzeugen. Ne? Also ganz kurz vorher noch mal ein bisschen Öl in unser Fleisch, dass überall was dran ist. Und dann brauchen wir kein Öl im Topf benutzen. Also erstmal noch nicht auf jeden Fall. Ja, so. Und dann Feuer frei, würde ich sagen. Wenn jetzt nicht alles Fleisch reinpasst, dann macht er das nach und nach. Aber wir gucken mal, was wir hier hinkriegen. Oh, das sieht aber ganz gut aus schon. Ja, eine Fuhre bleibt noch übrig. Und jetzt erstmal schön Kruste ranbringen. So, guck mal. Ja, so was hier, ne? Von beiden Seiten jetzt hier erstmal ein bisschen Farbe ranbringen. Oh, das sieht köstlich aus. Ah, guck mal. Und wenn unsere Würfel der Liebe ein bisschen Farbe abgekriegt haben, dann gehen die raus und die zweite Runde geht rein. Also nochmal Attacke. Mmh. Ah, das ist jetzt schon köstlich. Zack. Das ist wirklich geil, meine Lieben. So, zweite Runde Würfel sind auch fertig. Die kommen auch raus. Und dann geht es jetzt auch schon weiter mit unseren Zwiebeln und unserem Knoblauch. Ich habe die Hitze jetzt hier schon mal ein bisschen runtergefahren. Wir brauchen jetzt nicht mehr volle Power auf den Dutch. Jetzt kommt ordentlich Öl nochmal dazu. Zack. Dieses Gericht lebt am Ende auch von so einer Öl-Tomaten-Chili-Emulsion. Ist das richtig? Ich weiß nicht. Also, die dazu, alles mitnehmen und die jetzt auch mal kurz anschwitzen hier. Ah, da löst sich jetzt auch schön der Satz von unserem Fleisch schon. Das ist alles Geschmack, Freunde. Das muss da alles drinne bleiben, weil das ist lecker. Sehr geil. Oh, hier, guck mal, wenn es so aussieht hier, herrlich, oder? Apfelessig dazu. Ja, der darf jetzt auch noch mal ganz kurz eine Sekunde auskochen quasi, bis es nicht mehr brennt in den Augen. Jetzt ist auch schon wieder Hochzeit, also Fleisch zurück in den Topf. Ja, Soße natürlich auch mitnehmen. Oh, herrlich, oder? Und jetzt kümmern wir uns um unsere Chili-Soße. Ah, so, unsere Chilis und unsere Tomaten haben jetzt in dem Rinderfond schön baden gelernt und sind ordentlich weich geworden. Das wird richtig, richtig lecker. Das würzen wir jetzt noch ab und dafür habe ich ja gesagt, nehmen wir Hello Mexico. Ja, wir fangen mal an so mit einem Esslöffel, würde ich sagen. Der kommt dazu, ein Esslöffel Oregano. Aha, da braucht er nicht untertreiben. Scharfe Keule, würde ich sagen so einen halben, für ein bisschen Spirit, oder? So, etwas Kokosblütenzucker, denn wir haben Tomate dabei. Kokosblütenzucker hebt den Geschmack. Noch ein wenig Icke und ein wenig Atze. Macht das nach Gefühl, Freunde. Abschmecken können wir dann und nachwürzen können wir später immer. Ne? Das zur Seite. Die Tomaten noch mit dazu. Zack, zack. Und von unseren flüssigen Tomaten hier quasi können wir auch schon mal aufgießen, was der Mixer hergibt. Also, zack. Mehr sollte es nicht sein. Deckel rauf und mixen. Ich zeige euch nicht, das ist zu laut. So, das hier, Freunde, ist unsere fertige. Oh, das duftet fantastisch. Guckt euch das mal an, wie geil das geworden ist. Ah, das ist unsere Soßenbasis quasi. Oh, da ist richtig Geschmack drin. Tomate,
Viva la Mexico! Die Chilis, oh, sind der Hammer. So, das nehmen wir aber trotzdem mit, weil wir brauchen die Flüssigkeit dran. Also, das beides geht jetzt über unser Fleisch rüber. Tomaten auch noch mit dazu. Das streckt das noch ein bisschen. Und ihr müsst immer bitte ein bisschen Backup-Rinderbrühe haben. Das hat jetzt bei meinem kleinen Mixer gar nicht alles reingepasst. Wir hätten dafür ein bisschen mehr gebraucht. Also noch ein bisschen Rinderbrühe. Ja, kriegen wir die Backup-Brühe oder den Backup-Fond. Halten wir jetzt auch noch mal aufgemixt. So lassen wir nichts zurück. Ne? Und das kommt auch noch mit dazu. Das soll halt halbwegs bedeckt sein. Ne? Wir sollten da nicht mit zu wenig Flüssigkeit arbeiten. Jetzt gucken wir mal. Oh, guckt euch das an, wie köstlich das jetzt schon aussieht. Oh. Und jetzt ist der entscheidende Faktor eigentlich erstmal wieder die Zeit. Und wie gesagt, mit den Würzen können wir uns danach noch mal ein bisschen rantrauen, wenn uns das nicht reichen sollte. Aber diese Paste an sich macht so viel Geschmack da rein, das könnt ihr fast nicht verwässern. Also, das sieht hier schon sehr, sehr geil aus, die ganze Kiste. Jetzt würde ich sagen, Freunde, Deckel rauf, Deckel zu. Warte, wo ist er? Und dann regeln wir uns den Grill ein. Rechter und linker Brenner am besten. Und dann irgendwie so weit bei, naja, 160, 180 Grad. Wenn es ein bisschen mehr ist oder weniger, ist auch nicht so schlimm. Und dann, ja, ich denke, mindestens 2 oder vielleicht sogar 3 Stunden. Bis später. Ja, zack, Zeitsprung, Freunde. 2,5 Stunden später. Tatsächlich. Ich glaube, ich hätte auch schon nach 2 Stunden das rausnehmen können, aber 2,5 war dann auf Nummer sicher, weil ich will ja, dass das richtig schön zerfällt. Und ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr zerfallig. Also unsere Birria-Tacos können bald starten, beziehungsweise erstmal die Birria an sich quasi. Ne? Sagt ihr das richtig? Könnt ihr mir mal unten reinschreiben, wie das jetzt wirklich ausgesprochen wird. Also hier ist unser Töpfchen. Zack. Und dann gucken wir mal rein. Das sieht fantastisch aus und das duftet hier, ist ja unglaublich. Den Grill werden wir jetzt auch gleich mal umbauen, also Setup ändern. Ich habe jetzt hier meine Plansche, die brauchen wir gleich noch für die Tacos. Also die rauf und ordentlich Hitze nehmen lassen. Zack, ja, Energie. Los geht der Spaß und jetzt gucken wir nach dem Fleisch. Das ist ja wirklich gigantisch, Freunde. Jetzt holen wir uns mal vorsichtig unsere Fleischbrocken hier raus. Aber ich glaube ja, wir sind hier schon im Zerfaller-Modus. Die kommen jetzt mal alle in die Schüssel. Oh, lecker, 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 lecker. Ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, das ist gigantisch geworden, aber es soll zerfallen. Ich habe gesagt Pulled Beef, also gucken wir mal. Ja, guck mal. Oh, die Würfelchen gehen durch wie Butter. Hätte ich jetzt in die Hand nehmen können und einfach zerrupfen. Oh, geil. Das machen wir uns alle. Ne, wartet. Ich muss jetzt mal kurz hier, bevor wir das klein machen, komplett. Ein Traum. Ich zerruf das mal kurz. Guckt euch das an. Ja, wirklich. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, und jetzt gibt es für die ganze Geschichte, wie gesagt, 2 Serviervorschläge. Einmal im Taco und einmal einfach so in der Schüssel. Dafür nehmt ihr euch Fleisch in eine Schüssel rein, ein bisschen Soße dazu und einfach so löffeln. Wie ein mexikanisches Gulasch halt. Oder ihr macht es im Taco und das machen wir gleich. Ne, wir machen beide Varianten. Das ist doppelt so geil, oder? Zack, so, Plansche ist ready. Wir starten mit den Tacos. Dafür einfach schnappt euch eure Maisfladen und zieht die hier einmal kurz. Lasst sie ein bisschen kosten. Ne? Von beiden Seiten hier einfach mal in das Söschen rein. Ja. Ja, so, abtropfen und dann ruf auf die Plansche. Rumkomm. Oh. Guck mal. Zack. Das wird richtig köstlich. Ja. Und die füllen wir uns jetzt mit unserem wunderschönen Fleisch. Also so zur Hälfte. Guck mal. Da passiert schon richtig was. Ja, heiß, heiß, heiß. Oh, lecker, lecker, lecker. Ein paar Zwiebeln. Und jetzt würde eigentlich noch der Koriander ins Spiel kommen, aber den haben wir ja leider nicht. Zack. Und Käse. Denn Käse macht alles besser. Oh. Na komm. Sehr geil. Und die müssen jetzt einmal zusammengeschlagen werden. Also wir gucken. Ah, hier vorsichtig andrücken. Hochnehmen. Ja. Löst er sich auch noch. Ja. Und dann einmal zuklappen. Na komm. Druck. Super schön. Und andersrum. Nicht alles verlieren ist von Vorteil. Ja, den zweiten auch. Oh, guckt euch an, wie geil diese Dinger aussehen, oder? Himmlisch, Freunde, himmlisch. Das könnt ihr jetzt noch ein bisschen naschen und dann können wir in einer Minute auch essen.
Und guck mal, sieht das geil aus, Freunde? Und das duftet. So, das sind unsere Tacos quasi. Und jetzt nochmal Serviervorschlag Nummer 2. Ja, hier ordentlich Fleischeinlage bringen. Ja, verbrennt euch nicht die Finger. Zack. Na, guck mal, ist das schön, oder? Und da jetzt nochmal ordentlich Soße dazu. Macht das mal schnell fertig. Freunde, guck mal hier. Serviervorschlag, würde ich sagen. Das ist mein Birria-Taco mit der Birria, also dem mexikanischen Pulled Beef quasi. Und so zusammen ist, glaube ich, die beste Kombination, Freunde. Wir schieben uns das jetzt mal rein. Ne? Also das könnte man jetzt so essen, oder? Man geht hier nochmal ordentlich durch. Oh. Viva la Mexico! Ich liebe die Mexikaner. Schon alleine für ihr Essen. Ist das geil. Könnt ihr jetzt hier schön sutschig durchziehen. Was für ein geiles Gericht. Liebe. Nur Liebe für Mexiko. Freunde, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann macht das nach. Auf jeden Fall. Ballert Kommentare über Like oder würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Viva la Mexiko! Birria Tacos. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Essen.